Aber von Kroko. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem tanzenden Dommy und so einer weiteren Folge Minecraft Pirates. In der letzten Folge haben wir da hinten einen kleinen Aussichtspunkt gefunden. Gut, dass mir das Wort jetzt nicht eingefallen ist. Dann haben wir diese Spanner gefunden. Diese Spanner, wollte ich schon sagen, Hilfe. Die Spanner gefunden und das berichte ich jetzt dem Captain und der ganzen Crew, weil es hat nichts Gutes zu bedeuten. Und da wir ja schon fast da sind, wird es ein sehr, sehr lustiges Gespräch. Verdammt. Leute, ich brauche bitte ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Hallo, Captain. Ja. Ich hab die Insel ein bisschen weiter erkundet und hinten waren Aussichtsposten. Und da waren diese Banner hier dran. Und noch ein bisschen mehr. Wie zum Beispiel eine Glocke, Goldäpfel und Kettenhose. Richtig viel guten Stuff. Ja, aber ist das gut? Weil das Zeichen hat mir echt ein bisschen Angst gemacht. Ja, das ist unheimlich, aber Goldäpfel haben wir schon. Wir haben auch einen Turm gefunden, da sitzt mein Hund noch drin. Da war kein Hund drin. Es waren 500 Blöcke darüber. Okay. Hat irgendjemand von euch diesen Banner schon mal gesehen? Oha. Oh je. Das sieht unheilvoll aus. Ja. Das sieht nicht gut aus. Und ich habe 3 Namensschilder. Also falls wir irgendwie ein paar Tiere mal benennen möchten, können wir das jetzt machen. Cool. Ja, oh ja. Das kommt. Ich habe ja einen Hund. Ich möchte gerne eins für mich beantragen. Ja. Wenn ich meinen Hund mitbringe. Komm mal gucken, Wotan. Guck mal hier, komm mal um die Ecke. Wohin? Guck mal, das Banner da an der Tür. Am Durchgang. Oh geil, das hat mir Angst gemacht. Okay. Hast du das selber gemacht? Nee, das habe ich gefunden, da hinten bei dem Außenposten. Aha. Ja. Villager-Turm meinst du? Nein, nee, ein Außenposten. Das war nicht normal. Zeigst du uns den? Natürlich. Aber ich habe mir noch ein bisschen Holz, das packe ich ganz kurz weg. Die ganzen Sachen, die ich noch mitgenommen habe. Ja, ich muss sagen, mach deine Taschen leer und dann komm mit uns. Oder wir kommen mit dir. Ja, das zeige ich euch. Wieso habe ich einen goldenen Rossharnisch in der Tasche? Das habe ich dir gegeben, weil das war da auch dabei. So, den aber ich hab kein Pferd, ich habe einen Hund. Dann okay, ja, vielleicht möchte ja der Hund die Rüstung haben, ich weiß auch nicht. Okay, also meine Taschen werden leer, ich wäre bereit. Wer kommt alles mit? Dunkel. Gut. Es ist gerade wieder dunkel. Ja, wie ihr möchtet. Also es ist nicht so weit weg. Wollen wir los, Wotan? Es wird gerade dunkel. Nee, bleib mal lieber hier. Okay. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Ich habe mir die Koordinaten gemerkt. Schön ins Logbuch eingetragen. An alle, die das vorhin nicht mitbekommen. Ich glaube, du warst dabei. Was meinst du genau? Moment. Ihr seid ja immer noch baden. Tut mir leid, es ist Nachtchat. So, der Captain braucht mal wieder 2 Hand Wasser unterm Kiel, und Wasser, ja. Ich glaub, es gibt eine Kiste. Ja. Ja, Entschuldigung, ich hab keine Aussprache. Ist okay. Ja, es gibt eine Kiste. Tommy. Ja. Grundsatz, es gibt eine versteckte Kiste mit Nahrungsmitteln zum eventuellen Wiederaufbau, falls wir ausgeraubt werden. Das habe ich, glaube ich, gehört, wo es eine Karotte, eine Kartoffel und sowas gibt. Ich glaube, das habe ich mitbekommen, ja. Genau. Okay. Gut, okay, dann warst du ja doch dabei. Aber ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich weiß nicht, ob das sogar besser ist. Weil wenn ich dann doch mal irgendwie gefangen genommen werde, dann... Wissen, wenn es soweit ist. Ja, wenn ihr das wisst, ist okay. Ja, ich weiß es am besten nicht. Effektiv, ich habe es mir aufgeschrieben in mein Notizbuch. Ach, super. Ich will es nämlich auch nicht wissen. Also ich will es vorher auch nicht wissen, damit einfach... Genau. Ja, nichts rausrutscht bei anderen Leuten. Ja. Wo ich das andere Zeug hingepackt habe, habe ich euch ja vorhin gesagt, ne? In die wertvolle Sachenkiste, die wir hier drin haben. Wo auch der Goldharnisch rein kann oder so. Alles, was irgendwie ein bisschen außergewöhnlich ist, womit man vielleicht mal handeln könnte oder sowas. Also auch Eisenachs mit Haltbarkeit oder Schwert mit Bann oder so, auch da rein? Ja, oder in die Ausrüstungskiste, aber wenn hier jemand reinkommt und uns ausrauben will, guckt er da rein und nimmt sich genau die Sachen, die ihr cool findet. Ja, ich weiß ja nicht, ob das für euch wertvoll ist, deswegen. Also irgendwer hat ein Schiff, ich weiß nicht wer. Die Navy, die kam bei uns vorbei. Oh. Ziegen! Oh, was ist das für ein Ziegen? Eieiei. Und jetzt kommt eigentlich der What Netherite Kid. Der Kracher. Oh. Aber ist von Kroko. Die Kanone ist von Kroko. Wir haben Krokos Zeug mitgenommen. Noch. Einfach beklaut. Oh Gott. Nee? Nein. Achso, wir haben noch Sektoren. Oh.
ausgeraubt oder was habt ihr gemacht? Nein, Kroko hat die falsche Kiste geöffnet, die irgendein Pirat wieder da platziert hat. Und dann hat's Bumm gemacht. Dann war das sein eigener Partner. Der das gar nicht. Ich habe so die Vermutung, es ist das zweite Mal schon, dass so eine Todeskiste rumsteht. Dass immer eine falsche dabei steht und eine richtige. Ja, das ist richtig, aber trotzdem kommt die Kanone aus dem Inventar von Kroko. Die kommt nicht aus der Fake-Kiste. Perfekt. Nein, ich meine vom Sprengen her. Nicht, dass Blackbeard ihn gesprengt hat, sondern dass das eine bewusst falsch gesetzte Kiste war. Ja. Und jetzt müsste unser Captain entscheiden, ob wir so fair sind und die Kanone dem Kroko wieder aushändigen oder ob wir sagen... Nee. Die haben wir am Strand gefunden. Nee, wenn er sie haben möchte, darf er gerne vorbeikommen und mit uns drüber sprechen. Aber wir werden ihm nichts zutragen. Ist das vor euren Augen passiert? Ja, direkt. Also hat er euch gesehen quasi. Ja, er weiß auch, dass er selber dran schuld ist. Aber er ist Mitglied einer Räuberbande. Von dieser Bande wurde ich bereits gleich zu Beginn überfallen. Der gehört zu Blackbeard. Dann war das doch Blackbeards Schiff. Spannend. Am Ende sind wir weggerannt, weil da so ein Schiff mit schwarzer Flagge kam. Es tut mir leid, aber ich bin dafür, dass wir auf die Feier des Schatzes eine Runde rum anstoßen. Auch wenn die Taverne noch nicht da ist. Haben wir. Meine lieben Kameraden, sollten die Schätze aufräumen, nicht dass wir gleich unter dem Tisch liegen und die Schätze hier unter was rumliegen. Ja, das stimmt. Hallo. Rum für jeden. Nee, das habe ich gerade hergestellt. Ach so, cool. Rum für jeden. Ja. Oh, habe ich jetzt Rum hier runtergeschnitten. Ich kann sie sogar zwei dort reinsetzen. Einmal Rum am besten in die Kiste. Hey, was hast du denn da? Schnell wieder abbauen, bevor... Ich habe eine Kiste gemacht mit Kokos, Hab und Gut, falls wir das noch verhandeln. Ach, dankeschön. Haben wir jetzt schon drauf angestoßen? Keine Ahnung. Steini, ich habe alles Rum weggeschmissen. Steini, du hast zu viel Rum. Gib's mir einen Rum ab. Ich bin betrunken. Ich habe nur eine Flasche. Ja? Achso. Gib's. Oh mein Gott. Ich hab schon, danke. Ich hab schon, danke. Prost und lasst euch euren Rum schmecken. Prost. Der erste Rum. Ich hab noch keinen. Der war nicht gut. Hast du keinen Rum dir geholt? Oh Gott, oh Gott. Ich hab keinen Rum. Hilfe. Nee, der war schlecht. Auf euch. Ja, Captain. Ich glaube, das sie. War Wenn zu Tom viel. Los und Tim das Doppel-K. Okay, also... Oh Mann. Wir sind sehr gut darum. Der haut einen richtig von den Socken, ey. Ja, der ist gut, also... kann man deren Flaschen wieder befüllen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich habe leider noch nichts heraus. Also Leute, diesen Rum müssen wir auf jeden Fall verkaufen, der knallt ja mal richtig. Oh ja. Chef, ich glaube, ich muss mich krank melden, ich kann nicht mehr arbeiten. Wer möchte jetzt eigentlich mit mir los zum Aussichtspunkt? Wer war das nochmal? Blackwater, glaube ich, und Stine, ne? Ja. Oh, das ist richtig cool. Ja, aber... Ja. Stine, gibst du mir den mal bitte den Rahmen? Staunet und wundert euch. Stimmt. Mit dem Glasrahmen, genau. Da verbraucht man aber auch Leder wahrscheinlich, ne? Du nimmst einen ganz normalen Rahmen und legst da dann Glasscheiben drum. Die Flasche sieht doch mal schick aus. Oh. Du hast so diesen Handkarren gerade gemacht. Ja, bitteschön. Nein, da gibt's noch einen anderen Karren. Da kannst du Gegenstände reinstellen. Ich glaube, das war der Karre. Die Karre? Ja, aber wir gehen mal los. Okay, ja, genau, machen wir jetzt das. Okay. Dann sag ich hier raus, war doch so? Ja, genau. Und dann einfach geradeaus, 500 Blöcke darüber. Das ist halt immer so schnell und nicht so langsam. Vielleicht hast du ein bisschen mehr vom Rum genascht. Du hast zu viel rumgetrunken. Ja. Ich muss sagen, ich bin eine Rumkugel vielleicht. Bist du am Rumkugeln? Das auch. Oh, so können wir doch den Rum nennen. Rumkugel. Das wäre doch lustig. Meinst du das Gebilde hier? Nee, das war ein bisschen größer. Aber das habe ich auch gefunden, da war aber leider nichts drin. War auch schon ein bisschen außergewöhnlich. Da waren wir schon. Achso, okay. Da waren wir doch schon mal. Achso, okay. Da war das grün-gelbe Banner ja her, was in der Base hängt. Ja, und der Skelettschädel. Okay. Und hier ist ganz, ganz, ganz viel Fichte.
Ich glaube, wir, irgendeiner von uns hatte mal nach Fichte gefragt. Hier ist es. Hinter den Bäumen ein bisschen versteckt. Da könnt ihr hier so ein bisschen drüber hupfen. Dann seid ihr schon drin. Hier geht's auch hoch und da waren die ganzen Sachen drin in ein paar Kisten. Hier oben nur. Also einmal, warte. Ich glaube hier oben, da war irgendwo eine Kiste, die habe ich dann abgebaut, habe ich mitgenommen. Ja, du hast es übersehen. Ich war's übersehen? Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh. Guck mal sogar, was du übersehen hast. Oh Gott, nein. Wo waren die drin? Da unter dem Fass. Da. Ah. Okay, ich habe eigentlich überall reingeguckt. Okay, na dann. Gut, dass ich euch nochmal mitgenommen habe. Hier stand ein Fass und das hast du nicht abgebaut. Ach, dahinter ist auch noch... Oh, ja, dann weiß ich auch noch, wo was versteckt sein könnte. Ups. Wo? War das hier? Ah, hier. Ah, aber hier ist nichts drin, okay. Aber sonst habe ich hier, glaube ich, eigentlich alles Wichtige mitgenommen. Ich hatte echt wirklich ein bisschen Angst, dass da irgendwelche Leute sich wie zu Hause gefühlt haben. Aber es scheint eigentlich noch unbewohnt zu sein. Ja, ich gucke gerade mal unter die Struktur. Ich habe auch gehört, hier sollen... mit versteckten Keller. Was hast du? Habt ihr den Keller gefunden? Nein, aber ich buddel hier gerade rum in der Struktur. Und hier alles richtig aufreißen? Es könnte halt wirklich überall sein, dass da irgendwas versteckt ist. Ja, ich weiß.